Okay. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ja, er könnte jetzt mit uns rumlaufen. Der Schläfer möge dich behüten. Aber ich kenne das Lager halt schon ein bisschen, also wenn ich mal was nicht weiß, dann werde ich nochmal nachfragen. So, Novize, Novize. Wir sind Wachen. Hier muss ich... Guck mal, wer hier ist. Lass mich vorbei. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich habe wenig Zeit. Muss mich um meine Aufgaben kümmern. Das ist jetzt natürlich blöd. Die beiden aufeinander hocken. Jetzt aber. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Ja, leider war, ne? Das haben wir ja auch schon mitbekommen. Wir kommen hier rein und die Leute sind recht nett. Okay. Also, wir werden irgendwann mal hoffentlich ein bisschen räubern. Nachts gerade. Aber jetzt gerade noch nicht. Gut, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Hier hin. Wie man ihn überzeugen kann, weiß ich noch. Das war total unüblich. Ja. Komm schon. Einfach da hoch. Ja. Oh Jesus. Ich werde die Gurus nicht ansprechen. Ich glaube, das muss man auch gar nicht. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Er hat gesagt... Wir sollen ihn nicht ansprechen. Also, er hat nicht gesagt, wir dürfen ihn ansprechen. Also nichts sagen. Hauch mich mal an. Du hast, glaube ich, vom Schnaps genascht, ha? Huh? Alter, also verrückte Leute! Was ist denn hier los? War doch klar, dass. Templer, Templer, Templer dürfen wir ansprechen. Hier ist eine Witze. Darion. Warum nicht Varion? So. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Gucken wir mal, was er im Handel hat. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Okay, Stahlklingen. Okay, damit werden noch ein paar Erzbrocken. Können wir ihm irgendwas verscherbeln von dem, was wir jetzt haben? Die Flügel. Oha, für die Flügel kriegen wir gut was. Gut. So. Nein. Danke. 64 Erz. Das ist schon mal ein Deal.
Okay, wir haben jetzt den einen da gehört. Wir werden versuchen, alle dieser... Alles klar. Alle dieser Missionen in jedem Lager zu machen. Also die meisten, die man halt so schnell machen kann. Danke, Fortuno. Oh, du hast keine Stimme. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Hm. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Nice. Ich will handeln. Was willst du haben? Okay, bei dem kann ich Gras kaufen quasi. Traumruf, meine Güte. Na, also man kann das auch wegrauchen. Ich lasse es mal. Was ist das denn? Hallock. Moin. Okay. Wird später vielleicht noch interessant. Ihr wisst, was ich mache. Sicher ist sicher. Das ist dieser Tempel, den sie meinten, ne? Wo die sich eingebaut haben. Okay. Zu Iberium kann ich glaube ich noch nicht, ne? Also müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr erst versuchen. Okay, der schnackelt mich nicht an. Hier ist noch einer Talos. Hey, Bro. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Okay. Also es ist so. Wir haben ja noch. Moment. L ist das Logbuch, ne? Aufnahme Sumpflager. Wo ist denn unser Dude? Aufnahme altes Lager. Das, also ich werde höchstwahrscheinlich in das alte Lager gehen. Ne, sehen für die Bruderschaft. Also angeschlossen, ist immer noch im alten Lager, spielt aber ebenfalls mit den Gedanken. Okay. Okay, gut. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so ganz an den Dialog erinnern. Also deswegen gucke ich nochmal so sicher nach. Joru. Joru ist kein Bal. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Bal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist denn deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Okay. Hör mal zu. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Jetzt wird's spannend. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Macht mir tatsächlich nichts aus, wenn wir Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ich habe Sumpfkraut bei mir. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Ja. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Genau, das ist das Wichtige. Wie kann ich die Gurus beeindrucken?
Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Okay. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay. Entschuldigung. Ich muss gerade gehen, ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie wie nach Hause kommen. Ich glaube, das ist die Magie des Schläfers, das mir zum Schlafen bringt. Okay, gut. Also Baal Kadar ist der hier vorne. Achso, hier oben waren wir noch gar nicht. Ich weiß, es gibt noch hinten noch ein Geräusch. Da gehen wir auch noch hin. Okay, moin. Ey, Jungs, passt ein bisschen auf. Kor Anga. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Ja. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Oh. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Fragen wir mal nach. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Alaska. Oh, Kor Anga hat mir gesagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Okay. Okay. Ja, die Musik hier, die ist irgendwie so ganz anders. Hier ist ein Templer. Der hat Bock. Ist kein Templer. Okay. Ist eine Leiter. Nur nicht runterfallen. Held. Hier sind noch ein paar mehr. Ihr seht ja hier, gut, da hinten ist ein Templer. Und grundsätzlich geht das hier. Hier sind die bösen Sumpfhaie auch. Hier sind alles Novizen. Hier hinten war ich so wenig, ne? Ich weiß, hier hinten gibt es irgendwo die Krautstampfer noch. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Genau. Genau, da hinten ist noch eine Hütte. Okay. Ah ja, hier sind die Krautstampfer. Sehr gut. Okay, ich schnack mit dem. Wie gesagt, ich speichere regelmäßig. Jede 5 bis 10 Minuten. Sicher, sicher. Autosave würde mir jetzt sehr helfen. Hallo? Kurim. Kurim? Dieses Geräusch einfach. Gut, dann kann ich nicht mit dir reden. Ich weiß, dass man mit ihm reden kann, aber... Ich glaube, ich habe ihn in eine Schleife gepackt. Ja. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Harlock haben wir gesehen. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Mhm. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Kor Kalom.
direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay, versuchen wir doch. Das wird so in der Schlägerei enden. Oh, Nyras, was ist denn? Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Oh. Was sagt er so? Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Das ist immer so die gleiche Ausrede bei Religion, ne? Unser Meister sagt uns alles, was wir benötigen. Komma. Aber du hast keine Ahnung, was er meint. Hä? Na, hier sind Leute, die... Wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Nitbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Alles klar. Die sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Nö, aber er ist da. Was haben wir denn hier? Ein Novize. Sumpfkraut. Kann ich bestimmt mitnehmen, oder? Ja. Sehr gut. Ich nehme frisches Sumpfkraut mit. Ich bring's unseren Brüdern. Oder so. Ich bin ja keiner von denen, aber... So. Dankeschön. Okay, mit dem kann ich nicht schnacken. Aber wir chillen hier. Ich will hier auch noch nicht so wirklich raus. Ich bin noch ein bisschen schissy. Weil wir halt echt noch ein Lowbob sind. Ich konnte ja noch nicht mal was skillen. Aber 2 Level habe ich schon. Das ist schon mal ein Anfang. So. Wir werden aber auch irgendwann Waffen brauchen und sowas. Rüstung, und das wird, glaube ich, das kostspieligste werden. Was ist los? Hast mir nichts zu sagen, sehr gut. Gut, ich würde mich um diesen Baal schieß mich tot kümmern wollen. Nicht Baal, diesen Dude da hinten. Kann ich da einfach ran und pennen? Hey, du! Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Ich würde gern irgendwo pennen. Achso, vielleicht sollte ich mal mit Lester nochmal sprechen. Ich höre nicht. Weil ich hatte eine Hütte für mich. Im alten Lager habe ich direkt eine Hütte. Hier renne ich einfach so rum. Ey, Lester. Da kann man nicht weiter. Der Schläfer. Manche lernen. Hör dich hier rein. Hey, du. Oh. Die richtige Entscheidung. Weil Namib spricht mit mir. oh, hier sitzt noch ein... Achso, hier waren wir vorhin schon. Ich würde mich gern irgendwo pennen legen, aber... Das ist im Sumpflager nie so einfach. Huch, was war das? Kann ich hier rein? Hey, du! Will mich schon schlafen legen, nur? Danke, bis zum nächsten Morgen. Danke. Hey, du! Ich verpiss mich. Tschüss. Okay. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu unserem Kollegen bei Fortuno. Oh, wir können uns bei Fortuno auch die nächste Ladung abholen. Und da haben wir nichts verloren. Wo bist du denn? Ein Novize. Novize. Die haben viele Novizen. Und ich freue mich dann irgendwann auch ins neue Lager zu kommen. Das kann auch nochmal spannend werden. Vielleicht können wir ihn mit Gras überzeugen. Ich will mir meine... Hier, nimm. Drei. Alles klar. Hey,
Alok. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Was hast du mit der Waffe? Kluges Kerl. Was hast du mit... Du lernst schnell. Ich könnte ihn einfach umhauen, ne? Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Okay, dann haben wir ihm jetzt einen aufs Maul. Bitte, der ist stärker als wir. Gut.